Hi Leute, euer Noruti hier. Heute mit der Frage, wann man den Bogen abschießt. Und zwar, weil ich dann ziemlichen Denkfehler hatte und der hat mir in dem Spiel das Bogenschießen um einiges erschwert. Also wenn man mit Rechtsklick in diesen Spannmodus reingeht, fängt er jetzt dann irgendwann total an zu zittern, wenn man den höchsten Punkt erreicht hat. Und sobald er wieder zurückgeht, fängt er ja an zu zittern. Meine Idee war jetzt, also wenn ich mir hier so einen normalen Bogen hole, und wenn ich den dann spanne, sobald ich irgendwie hinten anfange zu zittern oder komplett anfange zu zittern, ich treffe da vorne gar nichts mehr. Weil der vorne, die Spitze, die macht dann ratatatatat. Und das ist zwar nur eine kleine Abweichung, aber auf eine größere Distanz, sodass die kleine Abweichung eine Riesenabweichung und man trifft halt gar nicht mehr, wenn man so lange spannt. Und das ist auch in vielen Spielen so umgesetzt. Allerdings in dem Spiel hier gar nicht. Und dadurch, dass ich gedacht habe, ich muss das halt, wenn er anfängt zu zittern, dass er dann unpräzise wird, habe ich oft zu früh geschossen, weil ich dann nicht mehr genau gezielt habe und dadurch öfter mal vorbeigeschossen. Also kann man das vermeiden, wenn man das weiß. Ich nehme da hinten dieses etwas weiter entfernte Ziel. Wenn man dann, sage ich jetzt mal, wenn ich hier oben schieße, macht er 42 Schaden. Und wenn er komplett warte bis zum Ende, er voll am Zittern ist, trifft er trotzdem auf die komplette Distanz immer noch genauso präzise. Das Einzigste, was sich ändert, ist halt der Bogen, in dem es fliegt, weil der Schuss ist nicht, dann nicht mehr so stark. Also im Prinzip macht der. Warte, ich zeig's mal kurz mit einem Bild hier noch. In dem Bereich hier. Moment, so. In dem Bereich hier spannt er ja. Also da kann man noch nicht schießen, solange in dem Bereich hier noch am Ziehen ist. Sobald er in diesen weißen Bereich hier kommt, ab dem Bereich hat er genug gezogen und ab da kann man dann irgendwann loslassen. Durch diese kleinen Noppen, durch die hier, wird gekennzeichnet, in welcher Zugweite er gerade ist. Und wenn das hier oben in der Mitte ist, da ist dann der Schuss am stärksten. Das Einzige, was sich halt abweicht, ist den Schaden, den er macht, in dem Bereich. Also das fängt unten an. Das fängt unten an. Hier macht der am wenigsten Schaden. Und umso weiter ihr hochwandert, umso mehr Schaden macht ihr, bis ihr dann in der Mitte seid. Und dort macht ihr am meisten Schaden. So, mal das komische Ding hier nochmal aus. Sprich, ich zeige euch das mal fix. Also hier in der Mitte macht der 41 Schaden. Und wenn ihr dann, ich warte jetzt mal kurz, bevor er am Abzittern ist, macht er nur noch 31 Schaden. Bei dem hier zum Beispiel. Wobei es keinen Unterschied macht, ob ihr, ich versuche jetzt mal die gleiche Stelle zu erwischen, ob ihr während des Spannvorgangs oder beim Rückgang, also im Prinzip, wenn er anfängt zu zittern, hat das für mich eher so den Effekt, also er spannt langsam und irgendwann hat er eine Reichweite, ab der man halt loslassen kann und er Schaden macht und er macht so, dann fängt er an zu zittern, aber dieses Zittern ist eigentlich eher ein, okay, ich gehe nochmal langsam zurück. Weil es ist egal, ob man, ich versuche jetzt mal die gleiche Stelle zu erwischen, so in der Mitte, zack, so, macht er 37 Schaden. Und wenn ich so und er anfängt zu zittern und ich komme nochmal an der gleichen Stelle ungefähr, macht er 36, war jetzt nicht genau die gleiche Stelle halt, macht er immer noch den gleichen Schaden. Also es ist egal, ob es jetzt man spannt und schießt oder spannt, zittert und dann an die gleiche Stelle kommt und dann schießt, macht den gleichen Schaden. Kann man in die Überlegung, wann man jetzt abschießt, mit reinnehmen. Besonders, wenn man bedenkt, wenn irgendjemand voll ins Gesicht schießt, bam, und dann irgendwie ein Crit damit halt erzielt, macht er ja oft
ziemlich viel Schaden. Entweder ist er direkt tot oder er macht halt 80 Schaden oder so. Und eine Spielfigur hat immer nur 100 Lebenspunkte. Und dann wisst ihr, okay, je nachdem wie viel Schaden ihr gemacht habt, 70, 80 Schaden, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlen nur noch 20 Punkte. Und dann kann man sagen, okay, man braucht nicht warten, bis man komplett durchgezogen ist und aufgeladen hat, sondern man lädt einfach nur ein bisschen, zack, schießt schon ab und dann hat man auch schon seine 20, 30 Schadenspunkte. Das reicht dann ja schon, um den Gegner zu töten. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet, bei welcher Distanz oder bei welcher Zugweite man welchen Schaden ungefähr macht, kann man ziemlich gut abschätzen, wie viel Pfeile man oder wie weit man den Bogen jetzt noch ausziehen muss, um irgendjemand zu töten. Und das erspart ziemlich viel Pfeile und auch oft rettet einen das Leben, weil man weiß, okay, ich muss den Bogen jetzt gar nicht komplett ausziehen, sondern kann bam auf den schießen und dann kann ich mich direkt um den anderen kümmern, der auch noch auf mich zukommt und da muss ich dann vielleicht länger ziehen. Also man hat einfach Zeit dadurch gespart und ja, das Zeit rettet einem ja oft dann das Leben. Ich hoffe, euch hat das weitergeholfen und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.